Oh mein Gott, nein. Ich save direkt wieder vor einem Trigger, vor einem Event. Ah, Mann! Also, ich bleib davor stehen, meine ich. Dass ich das save, ja, ist es dazu gekommen. Und in der Irrenanstalt sind nicht die kleinen armen Kinder die Irren. Nein. Och, nein, in die Presse oder was? Ach so. Da kommt Hilfe. Oh, ein Mensch. Wahrscheinlich keine Hilfe. Bitte befreie uns von dieser Maschine. Oder gib uns Tee, wenn du willst. Habt ihr bei Tisch umgezogen? Habt ihr geschlürft oder mit vollem Mund gesprochen? Gesteht. Nichts dergleichen haben wir getan. Der Hutmacher ist verrückt und fragt uns, was ist der Unterschied zwischen der Königin und einem Taifun? Beide sind mächtig und zerstörerisch. Aber der Taifun hat nicht die Absicht, böse zu sein. Gute Antwort, falsch, aber gut. Oh, das tut mir leid. Ihr seid in großer Gefahr. Wo ist euer Gastgeber? Wirklich in Gefahr? Sind wir das? Hase, ich will nach Hause. Wir sind schon viel zu lange hier. Der Hutmacher kommt um sechs. Schlag sechs. Verweigert uns ständig den Tee. Wie grausam. Und seine Medizin macht mich müde. So, das hier ist der eigentliche. Was? Hä? Was? Au, Mann. Okay, das hier sind ja die beiden, die man von dem verrückten von der verrückten Teeparty, genau. Ich wollte es erst gerade irgendwie Teekesselspielchen nennen, aber nein, es ist ja die verrückte Teeparty. Mit dem Märzhasen und wie die kleine Maus oder Ratte heißt, weiß ich leider nicht. Auf jeden Fall, ihr werdet es bestimmt wissen, weil ich hab's leider nicht so gut im Kopf, muss ich ehrlich gestehen. So, und hier werden die armen kleinen Kiddies in Verbindung mit etwas Metall zu diesen sonderbaren Robo-Maschinen gemacht, die alles Mögliche machen können, außer freundlich sein. Oh ja. Eine ganze Armee voll den kleinen Kindern. You are the next. Da steht zwar kein W, aber das kann man sich ja denken. So, der verschwindet einfach mal unter Wasser, auch alles klar. So, wir haben gerade keine andere Wahl, außer den Hebel zu betätigen und schauen, was jetzt passiert. Denn ich schlag 6. Ah, doch nicht. Es geht einfach nur eine Tür auf. Okay. Der Hutmacher. Eine sonderbare Art, einen Schlüssel umzudrehen, aber na gut. So, jetzt mache ich hier wieder ein Save-Point, weil das ganze Gelaber will ich mir jetzt nicht nochmal anhören. Das hat doch relativ lang gedauert. So, ist hier noch irgendetwas? Oh ja, nein, dich. Oh nein! Ich habe euch geglitscht, oder? Nein. Ich habe euch nicht geglitscht. Ich habe total vergessen, dass ihr auch schießen konntet. Ach, verdammt nochmal. Moment, ich hatte doch das coole Bouncing-Teil. Genau, da. Spielt damit. Oh, irgendwie hat das nichts gebracht. Geh kaputt. Gib mir... Nein, das tut weh. Hör auf damit. Hör auf damit. So, stirb. Bim, 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 bim. Das ist doch eigentlich eine super Waffe gegen die Teile. Hm? Ja, nein, nix, Raketi. Ja, wow. Hör ja auf damit, du Suchti. Hier, spiel was. Hilfe. Der bemächtigt. Ja, der betont. Ha, der Beheilung. Das ist schön. Ach, ist das schön.
So, und du da hinten, du willst auch spielen. Da hast du was. Na? Na? Nein, ich will nicht mit dir spielen. Nein? Schon gar nicht so. Au, ja, das war eine super Idee, hier reinzuspringen. Ha, grandios. Besser hätte ich es nicht machen können. Besser hätte es keiner machen können. Genauso wie das. Das war einfach pure Verschwendung. Na, nee, tot. Und sie schließt sogar noch schön die Augen dabei. Okay, nächster Versuch. Diesmal klappt's besser. Ab rein. Have fun. So. Ich frag mich, wie viel Schaden diese komischen Teile wirklich machen. Weil die... Nein, jetzt... Na, okay, ging doch noch. Ich habe gedacht, ich würde das jetzt... Also, eine Munition davon wieder wegschmeißen, aber... Ist doch ganz gut gelaufen. So, komm. Spiel. Nein! Das ist böse. Hör auf damit. Hier, spiel damit. Wieso wirft sie nicht? Da, spiel. Bam. Wieder voll aufs Fressbrett. Und es ist besiegt. Er, sie, es, keine Ahnung. Aber diese komische Waffe hier, die ist verdammt effektiv gegen diese Viecher. Das liebe ich an dieser tollen Waffe. Und jetzt ist die Tür zu. Oh, wie schade. Und mich würde ich nicht wundern. Hm, dann... Na, 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 na? Ja, komm. Du kannst mir recht egal sein. Na? Jetzt greifen die Dinger den nicht mal richtig an? Ja, doch, doch. Ah, geht doch. Schön. Bam, bam, bam. Wage es nicht, mich anzugreifen. Okay, du hast es gewagt. Jetzt wirst du sterben. Vernichtung pur. Hier. Wuhu. Ich kann fliegen. Was kannst du? Ja, okay, du kannst Dampf ablassen. Mehr nicht. Wieso bin ich so schwach? Meine Güte, wieso ist sie manchmal so schwach? Und wieso vergesse ich immer zu safe state? Ja, und doink. Und hier, habt deinen Spaß, habt deinen Spaß. Doink, 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 doink. Ach ja. Funktioniert nicht so alles, wie man es gerne haben will. Besonders nicht ohne Unterbrechung. So. Nein, nicht schon wieder, nicht schon wieder. So, das sollte jetzt aber reichen für... Oh, reicht immer noch nicht. Verdammt. Oh, die machen so viel Schaden. Das ist überhaupt nicht mehr normal hier. Ja, zumindest kann ich euch hier mit der Tür glitschen. Das ist wunderbar. Ja, ist nicht klar, ne? Ja, zumindest etwas. Hab ich das jetzt aber... Ja, ich will das safe. Aber erstmal hole ich mir noch das. Und dann drücke ich auf F4, denn F4 ist Schnellspeichern, nicht F1. Und wir springen erstmal wieder rein und uns verfolgt so ein toller roter Flummi. Na komm, wirf. Ich merke mir langsam den Imperativ mit I. Weil sonst sage ich meistens immer werf. Das ist ja falsch. So, du bist jetzt auch hinüber. Das ist wunderschön. So. Schäfen wir nochmal. Und damit du uns auch keinen Ärger machst, gehörst du auch in die Mülltonne. So. So, komm, hör auf damit. Du bist auch nur Abfall. Hör auf, hier. Wieso könnt ihr das? Wieso? Boah, 4 Stück. Ich krieg zu viel. So, ich hab auch was auf der 4 liegen. Bam, Jack in the Box. Gefällt dir das?
ziemlich heiße Angelegenheit für einen Roboter, ne? Okay, hatte nicht so den Effekt, wie ich dachte. Ja, mach Party! Party hart, ja, hör auf damit. Ja, geglitscht, haha, bleib da stehen. Ja, komm, komm. Ach, komm schon. Du stehst da so gut. Yes. Aufladen, aufladen. Die ganze Meta-Essenz. Wunderbar. So, und mal schauen. Schnell wie Merkur und kopflos von der Geschwindigkeit. Er ist von der Zeit besessen. Finde ihn, sonst läuft deine Zeit ab. Ja, mal schauen. Hör auf damit! Böses. Drogenmodus. Ja, Drogenmodus kennen wir. Ja, Drogenmodus langsam langweilig. Langsam nur noch nervig. Yeah, der Shotgun-Effekt von dem Teil ist geil. Na, nein, Safe State. Kein Bock wieder zu sterben. Ja, dich da oben sehe ich doch. Aber so kann ich gegen dich noch gar nichts machen. Das ist natürlich schade. Du machst nichts? Okay. Kein Problem. Schon wieder bleib ich vor dem Event stehen. Ist das nicht wunderbar? Die beiden scheinen die Situation nicht so ganz zu begreifen. Diese Dummköpfe. Der Hutmacher kommt um Punkt 6. Zum Tee? Nein, um seine grausamen Experimente zu überprüfen. Mit Getrieben, Federn, Hebeln und mechanischen Mägen treibt er die Präzision auf die Spitze. Wie ein Uhrmacher ist er von den spitzfindigsten Spitzfindigkeiten besessen. Er wird alle Bewohner in Roboter verwandeln oder sie bei dem Versuch töten. Schrecklich. Um 6, sagst du? Um 6, nach dieser Uhr. Vielleicht ist das heute ein bisschen früher. Ja, müssen wir jetzt nur warten?